Ja, was vielleicht auch mal ganz interessant ist, beim Golf 3 ist das mit dem Schloss ja alles relativ einfach gestrickt. Es kann ja mal sein, dass man sagt, gut, okay, da ist der Schlüssel abgebrochen, das Schloss ist kaputt, wie auch immer. So, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, mit, ich sag mal, geringen Mitteln ein nicht passendes Türschloss auf einen Schlüssel anzupassen. Also das ist eine relativ einfache Nummer. Ist jetzt nicht ganz fachgerecht, wie ich es zeige, aber ich zeige es jetzt trotzdem, weil es sind halt ja auch alte Autos und da macht es ja nicht unbedingt immer Sinn, gleich damit nach VW zu rennen, weil die wollen ja auch immer gleich, ja, am liebsten dein Erbe einsacken. Und deswegen zeige ich das mal hier, wie man sowas machen kann. Also ich habe das gemacht. Das ist nämlich, habe ich nämlich gemacht mit dem Türschloss, was jetzt da provisorisch im Cabrio ist. Das hat nämlich auch nicht zueinander gepasst. Also das sind einfach gesammelte Schlüssel vom Schrotti hier. Die habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil sie noch schön glänzen und weil kein Schloss dafür da war. Die lagen irgendwo im Auto. Und das sind eben halt alte Türgriffe von irgendeinem meiner alten Gölfe, sage ich mal dazu. Ich weiß nicht mehr für welchen. Auf jeden Fall habe ich da auch keinen Schlüssel für. Und es passt jetzt aktuell auch nicht. Also man kann ihn zwar reinstecken, aber du kannst ihn halt nicht drehen, ne? So, weil er da eben halt nicht die passende Fräsung hat. Das ist jetzt wieder ein anderer. Kannst du auch reinstecken, kannst du halt nicht drehen. So, und in diesem Video würde ich das gerne mal zeigen, dass es eben halt möglich ist, wie gesagt, mit geringen Mitteln, ja, du brauchst eigentlich nur ein Dremel dazu, so ein Schloss auf einen anderen Schlüssel anzupassen. Das heißt also, das Schloss, was normalerweise jeder wegschmeißen würde, weil halt kein Schlüssel dafür da ist, kann man dann trotzdem noch nutzen. So, und das geht dann damit los, das Schloss zu zerlegen. Das ist leider nicht mehr komplett. Hier ist ja so ein Holzstückchen drin. Das habe ich eigentlich nur gemacht, damit der Zylinder nicht rausfällt. Eigentlich sitzt hier dieses Teil, was in den Stellmotor geht. Und der hat nämlich so eine Klaue, der hakt da ein und der hält dann eben halt auch diesen ganzen Zylinder zusammen. So, also wenn du dir an dein Auto gehst und kannst mit dem Schlüssel den Zylinder rausziehen, so wie ich das heute hatte, dann kannst du dir sicher sein, dass hier irgendwas abgebrochen ist. So, ich baue das Ding jetzt nochmal auseinander. Und zwar ziehe ich jetzt einfach mal hier meinen Stift raus. Und dann kann man ganz einfach im Grunde genommen hier das Teil abnehmen. Ne, da ist so eine Feder noch mit zwischen. Und am besten auch die Feder so da drauf lassen, weil das ist ziemlich frickelig, die da wieder reinzukriegen. Also man kriegt das schon hin, aber es ist halt gefrickelt und wer will schon immer frickeln. So, jetzt nehmen wir hier, können wir hier den Zylinder rausdrücken. Ja, weil die Sperre ist hinten weg. Jetzt kann der Zylinder raus. So, wenn ich den jetzt rausziehe, dann sieht man ja hier so einzelne Stifte. Ja, das sind im Grunde genommen die Zuhaltung, die verhindern, dass man den Zylinder drehen kann. So, und wenn ich jetzt den Schlüssel da reinstecke, ich nehme jetzt mal diesen hier, den suche ich mir jetzt mal dafür aus, dann kann man auch sehen, dass die sich bewegen bzw. zurückfahren. So, im besten Fall, wenn der Schlüssel passt, dann steht hier keine Nase mehr über. Kann man das sehen? Genau, hier sind ja diese Nasen. Ich muss das mal kurz sauber machen, das ist alles sehr dreckig. Ich mache das mal eben sauber. So, ich habe das mal ein bisschen abgeputzt. Dabei ist natürlich auch gleich die Dichtung kaputt gegangen, aber gut, egal. Ja, so, also wie gesagt, um diese Zapfen geht es hier. Also wenn man den Schlüssel jetzt hier rauszieht, dann sind diese Zapfen frei, lose und könnten auch theoretisch rausfallen. Also beim Rausziehen des Zylinders immer aufpassen, dass diese, ich sage jetzt mal Zapfen dazu, dass die nicht rausfallen, ne? Weil die sind nur lose zwischengesteckt und haben hier drin noch so eine kleine Feder. Ups, ich ziehe jetzt mal einen raus hier. So. So, und da sieht man das auch. Oh, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich hoffe, man kann das sehen. Da ist so eine mini kleine Feder. Und diese Feder hakt halt hinter diese Nase und macht damit den Federmechanismus. Und wie gesagt, wenn der Zylinder so raus ist, ohne Schlüssel, können die theoretisch rausfallen. Und wenn die durcheinander fallen, ist das nicht so gut. So, ich stecke ihn mal wieder rein. Den wollen wir ja anpassen hier. So. Das Problem ist, warum der Schlüssel sich jetzt nicht drehen lässt, ist eben halt, weil diese Nasen hier, da sieht man sie, weil diese Nasen halt vorstehen. So, wenn ich jetzt in das Schlüsselgehäuse reinschaue, dann sieht man hoffentlich, sieht man nicht, ne? Doch so ein bisschen vielleicht. Wie kriege ich das jetzt hin? Da, doch, jetzt sieht man es. Genau, da sind eben halt die entsprechenden Ausbuchtungen von diesen Nasen. Ne? So, und eben halt, wenn er jetzt hier drin ist, würde er sich normalerweise drehen können, wenn die Nasen alle eingefahren wären, aber da sie das nicht sind, weil die Fräsung nicht passt, blockiert er hier. So, und jetzt kann man eigentlich ganz einfach dabei gehen, indem man sagt, gut, okay, ich mache jetzt folgendermaßen, ich nehme mir jetzt diese Nasen vor, wo es vorsteht,
Und es sind zum Glück nicht alle, das ist auch gut so, weil wenn es alle wären, dann hätte es keinen Sinn, weil wenn du die alle abschleifst, dann hält er halt nicht mehr, ne? So, das heißt, wenn ich jetzt also diese drei, vier Nasen hier, wenn ich die jetzt planschleife mit dem Dremel, mit dem Schlüsselgehäuse, das mache ich jetzt gleich mal, dann hat das zur Folge, dass eben halt beim eingesteckten Schlüssel die Dinger alle frei sind und dann kann man ihn eben halt auch im Schloss drehen. So, in dem Moment, wo ich den Schlüssel wieder rausziehe, springen die Nasen wieder raus und blockieren mir dann damit eben halt das Schloss. Das macht er dann natürlich nicht mehr bei den Nasen, die man jetzt wegfräst. So, wenn du jetzt, wie gesagt, alle Nasen wegfräst, dann macht es keinen Sinn, dann kannst du da einen Schraubenzieher reinstecken und das dreht sich trotzdem. Ne? So, das hat eben halt zur Folge, dass du die Chance größer ist, sag ich mal, mit einem fremden Schlüssel das Schloss aufzuschließen. Aber ganz ehrlich, bei so einem alten Auto, wer macht das schon? Also ich glaube nicht, dass einer sich da hinstellt mit einem Schlüsselbund, mit ganz vielen alten VW-Schlüsseln und versucht irgendwie dann ein Schloss aufzumachen. Von daher. Und man muss auch immer sehen, die Zeit, also den Zeitwert vom Auto und was man da investieren will. Also sicherlich gibt es auch schon im Nachbau günstige Türschlösser von VW, aber nicht von VW, sondern eben halt im Nachbau. Aber man kann es halt auch ganz günstig lösen, indem man eben halt gar nichts ausgibt. Und das sind eigentlich für mich immer die besten Lösungen. Na, guck, jetzt geht er wieder rein und dann fahren die Nasen wieder zurück. So, und die Nasen, die jetzt nicht zurückgefahren sind, die machen wir jetzt platt. Die Batterie leer. So, jetzt mit Strom. Schön bündig. Dann müsste nach Adam Riese. Genau. Machen wir den noch mal fest, damit er uns nicht rausfallen kann. Mein Sicherungsstift gibt auf. Nicht aufgeben. So. Jetzt habe ich ihn wieder gesichert, damit er nicht rausfallen kann. So, und jetzt nehmen wir unseren alten Schlüssel. Zack. Wunderbar. Funktioniert erst rein. Der andere dürfte jetzt nicht funktionieren. Siehst du? Weil es ja wieder ein anderer ist. Also so gesehen ist es schon relativ simpel, sag ich mal, da sich ein bisschen zu behelfen. Es ist wie gesagt nicht fachgerecht, weil jetzt theoretisch mein Nachbar einen ähnlichen Schlüssel haben könnte, der dann halt passt. So, du machst halt den Kreis kleiner von den passenden, von der Passbarkeit her. Wie auch immer. Aber so finde ich, hat man das günstig gelöst.
Gut, das war's von mir erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls euch das kurze Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, nicht angucken. Abschalten. Ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.